Sollen wir mal drüber reden? Wollen wir darüber reden? Unser Format heißt Auf der Couch. Also Neues von Auf der Couch. Jede richtig gute Schweißgeschichte. Die guten Schweißgeschichten, nicht die schlechten, die guten Schweißgeschichten, die beginnen tatsächlich mit der Vorbereitung. Denn wenn du schlecht vorbereitest, dann kann dein Ergebnis ja nicht wirklich gut werden. Du musst schon so sauber wie es geht vorbereiten, um hinten raus einfach gut dazustehen. Und das machen wir jetzt auch. Kann ich ein quadratisches Rohr im Vollanschluss zusammenbringen? Ja, natürlich geht das. Warum sollte das nicht gehen? Es ist nichts anderes als ein rundes Rohr. Ja, ob das Profil rundeckig, wie auch immer, es kann ein Flachstahl sein. Vollanschluss ist immer möglich. Riesiges Thema, Schweißnahtvorbereitung ist die Basis. Die Basis schlechthin für ein schönes Ergebnis. Ich habe jetzt hier mal vier Rohrpärchen vorbereitet, um euch die vier Stadien zu zeigen, die für mich Sinn machen, um ein Ergebnis auch wirklich erzielen zu können. Nummer eins ist ganz klar, Ablängen deines Rohres. Bedeutet, gleich hier vorne am Anfang fängt das schon an mit der Qualität tatsächlich, denn ich möchte bitte einen 90 Grad winkligen Schnitt haben. Der muss einfach sauber sein, denn wir wollen nicht, dass uns hier die Rohre irgendwie auseinanderlaufen. Schritt 1 also sauberes Ablängen. Stadium Nummer 2 ist das grobe Vorschleifen mit der Schrubbscheibe. Die Schrubbscheibe ist unfassbar resistent, langlebig und sehr, sehr standfest tatsächlich. Mit dieser Scheibe kannst du das grobe Material erstmal einfach runterholen. Die ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell, was das anbelangt. Was du aber hast, ist ein relativ grobes Schliffbild. Das heißt, du hast noch so ein paar Schleifmarken. Ja, also du hast tatsächlich relativ groben Abtrag. Das spiegelt sich auch in der Oberfläche wieder. Diese Oberfläche machen wir in Schritt 3. Aber richtig schön sauber. Ich mache das immer gerne mit der Lamellenscheibe. Ich nehme so 80er oder 120er Korn, eins von beiden, was gerade so hinter mir auf der Werkbank liegt. Dann bekommst du wirklich ein sehr sauberes Ergebnis. Und hier gehe ich hin, finalisiere meine 30-Grad-Phase und sorge dafür, dass die mir komplett auf Null läuft. Wenn ich sage, die läuft auf Null, dann sieht das ungefähr so aus. Das bedeutet, die startet an der Oberfläche und endet auf der Innenseite des Materials. Richtig schön scharf herstellen. Dann sind wir eigentlich schon nahezu schweißbereit. Metallisch blank, das haben wir erledigt mit den Schleifscheiben. Öl- und fettfrei sind wir in diesem Augenblick sowieso, denn wir haben alles entfernt, was uns quasi stört oder die Schweißnaht ein bisschen schmutzig macht. Das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist die Innenseite des Rohres, denn die ist auch richtig, richtig wichtig. Entweder machst du das maschinell, ich habe hier AGS20, das ist ein Geradschleifer oder Stabschleifer, wie ihr mögt, oder Fingerschleifer, gibt eine ganze Menge Bezeichnungen, die dieses Werkzeug beschreiben. Und das macht Folgendes, ich habe hier so einen Korundstein genommen, mit dem habe ich einfach hier innen wirklich alles schön blank gemacht. Und mit diesem Steinchen habe ich auch oben etwas entgratet. Ja? Wir wollen also keine Grate an unserer Schweißphase haben, denn die können sich im ungünstigsten Fall tatsächlich unangenehm in die Schweißnaht legen. Wenn wir das dann überschweißen, haben wir eine nicht verschmolzene Stelle. Das wollen wir nicht. Vollanschluss bedeutet nämlich, über die gesamte Werkstückdicke möchten wir die beiden zu verschweißenden Teile miteinander verbinden. Wenn du jetzt kein Werkzeug zur Hand hast, dann geht es natürlich auch super simpel mit der Feile. Da einfach innen so lange schrubben, bis du metallisch blank bist. So, das sind für mich die 1, 2, 3, 4 Schritte, die absolute Basis sind für eine schöne Schweißgeschichte, nämlich ein sauberes Ergebnis in deiner Schweißnaht. So, das ist, was wir als nächstes vorhaben. Dafür habe ich mir eine ACDC WIG 200 Cut organisiert. Und mit dieser Maschine werden wir ein bisschen WIG schweißen, und zwar genau an unserem vorbereiteten Vierkantrohr mit den Abmessungen 80 x 80
mal 5 mm Stärke. Wir sind jetzt so weit, dass wir alles vorbereitet haben, die Maschine anwerfen können und uns mal ein paar Einstellungen anschauen. Wir gehen ein bisschen in den niedrigeren Bereich, denn wir haben unsere V-Kante ganz auf Null. Das heißt, das Material ist hier relativ schnell aufgeschmolzen. Und das bedeutet, wir können mit der Stromstärke zunächst mal weit unten anfangen. Ich sag jetzt mal 65 Ampere. Das ist aber schon sehr, sehr weit unten. Ja, also in der Regel würde man hier nehmen 80, 90 und die Freaks da draußen nehmen auch mehr. Wenn wir mit 65, 70 mal so langsam beginnen, würde ich sagen, ist das eine ganz entspannte Geschichte und lässt uns auch ein bisschen Spielraum, wie gehen wir mit dem Brenner um und wie führen wir den Zusatz hier zu. Denn das ist hier tatsächlich relativ wichtig. Also Maschine an und eingestellt. Also das allererste, was ich sehe, ist, ich würde gerne im Viertakt schweißen. Dann würde ich Tick-DC-Modus ist schon eingestellt, hier oben rechts. Gucke ich mir mal diese ganzen Zeiten an. Einen Gasvorlauf, den stelle ich mir mal so auf 1,5 Sekunden ungefähr. Stromanstieg, ich sage mal 2 Sekunden ist okay. Puls brauchen wir nicht. Frequenz brauchen wir nicht. AC-Balance brauchen wir nicht. Das ist alles, sind alles Einstellungen für das Aluminiumschweißen. Dann haben wir den Downslope. Da will ich ein bisschen langsamer sein. Übertreiben müssen wir nicht. Die Mitte oben wären 5 Sekunden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hauch zurückgehen, sind wir bei 3,5, 4. Das ist für ein schwarzes Material schon durchaus ausreichend. Und einen Gasnachlauf. Gesamte Drehung 5 Sekunden, Entschuldigung 6. Das heißt 3 Sekunden oben Mitte, bleibt so. Dann haben wir den Startstrom, den lasse ich einfach gering. Ich lasse den sogar ganz gering. Das zeige ich euch aber gleich in der Praxis während des Schweißens. Denn der Startstrom ist dafür da, um sich zu positionieren, um zu finden, wo man starten möchte. Ja? Wenn der Helm quasi abschaltet. Stromstärke haben wir eben gesagt, irgendwas um die 70 können wir so lassen. Eine Pulsfunktion, die brauchen wir hier nicht. Und ich sag mal Schlussstrom um die 30 Ampere. Das sollte reichen. So, jetzt machen wir noch Gas. Schön ans Ohr halten. Flasche auf. 10 Liter. Hier ist keine Elektrode dran. 10 Liter reicht mir. So, und jetzt können wir rein theoretisch heften. Wow, Junge, Junge, Junge. Ich sag immer, richtig scharf ist sie dann, wenn sie weh tut. Und das hat sie gerade. So, rein damit. 5 mm ungefähr, ein bisschen mehr. Schaut sie jetzt aus diesem Brennerkopf raus. Das ist okay. Festmachen, prüfen, einmal Gas durchfließen lassen. Reicht, ne? So, ist okay. Jetzt, nächste Aktion. Geheftet wird, einmal oben, in der Mitte. Das ist schon mal Heftstelle Nummer 1. Ein bisschen aufmachen. Der Draht sollte in den Wurzelspalt passen. Wir schrumpfen ein klein wenig. Deswegen machen wir den ein bisschen auf. Das reicht mir. Ist jetzt ein bisschen Gefühlssache. Upsa. Zwei Heftstellen sind drinne. Ja, oh, das ist aber natürlich sehr gut, ne? Kann man schön gucken. Also, zwei Heftstellen sind drinne. Ich gehe jetzt mit meinem Zusatzwerkstoff hier rein und fühle,
wie viel Abstand ich habe. Ja? Ich kenne Leute, die sagen immer, ich habe 4 mm Luft. Das ist nicht Luft, ist Wurzelspalt. Das wäre aus der schweißtechnischen Terminologie das Richtige. Ja? Und du kannst relativ einfach feststellen, wo du mehr Abstand hast. Das merkst du. Ja? Einfach mal rein, nach links und rechts pendeln. Andere Seite, links und rechts pendeln. Auf der Seite, wo wir jetzt mehr Wurzelspalt haben, auf der Seite heften wir als erstes. Denn wir schrumpfen wieder, Schenkelchen gehen nach oben, oben schließt sich, unten öffnet sich. Ja? Und da wir jetzt oben etwas mehr haben als unten, ist ein Hauch, deswegen entscheiden wir uns immer für die richtige Seite, für die mit mehr Wurzelspalt. So, Heftstelle Nummer 3. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Heftstelle zu setzen. Geheftet ist. Und jetzt wird es lustig. Gucke ich mir das erstmal an. Einmal Lampe auf Vollgas. Das ist jetzt unsere durchgedrückte Heftstelle. Ja, wir gucken mal da gegenüber. Ich habe es jetzt gedreht. Ne? So, hier sind wir auch drüber. Der andere ist ein bisschen kräftiger. Vollgas. So. Hier sind wir. Ja? So, diese Heftstelle, die finde ich, ist jetzt es nennt sich Wurzelüberhöhung. Ja? Oder beziehungsweise generell heißt das Wurzel. Wurzelüberhöhung in der ZFP, örtliche Wurzelüberhöhung 5041. Ist ein Fehler tatsächlich. Ja? Das heißt, wir können hier nicht unendlich Zusatzwerkstoff reinwerfen, sondern. Naja, nach Gefühl so viel wie möglich und so wenig wie nötig. Warum das ein Vollanschluss ist, ist klar. Über die gesamte Materialstärke werden wir Schweißgut einbringen und die beiden Rohrstücke miteinander verbinden. Das heißt, wir müssen da hinten reinkommen. Es nützt nichts, wenn ich hier stumpf ein Rohr draufsetze, und dann hier eine Naht drauf mache. Natürlich hat die einen gewissen Einbrand, aber die ist nicht durch und durch. Dafür braucht es so eine Vorbereitung. Und ja, warum nicht auch am Vierkantrohr? Das ist nämlich im ursprünglichen Sinne eine Schweißnahtvorbereitung, klassisch 30 Grad Flankenwinkel, linke Flanke, rechte Flanke und 60 Grad Öffnungswinkel. Ja? Das heißt also, ich habe 30 Grad hier, ich habe 30 Grad da und das sind zusammen 60. Und die beiden Flanken sind jetzt um 2 bis 4 mm voneinander entfernt. Das heißt, wir haben da, Achtung, Luft, wir haben den Wurzelspalt und den gilt es zu füllen mit Zusatzwerkstoff. Das machen wir natürlich jetzt und dann könnt ihr hier mal schön reinschauen, wie wir so einen Vollanschluss wirklich vernünftig herstellen. Freunde, wir wollen jetzt anfangen zu schweißen. Jetzt haben wir hier natürlich Heftstellen eingebracht und ich habe hier nicht gegeizt, die sind ordentlich kräftig. Da wir hier überschweißen möchten, möchte ich mir diese Heftstelle einmal vorbereiten, damit wir diese Heftstelle sauber aufschmelzen können. Das ist total wichtig. Das mache ich jetzt mal eben und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Ich habe, ich sag mal gut, die Hälfte auch ein bisschen mehr von der Heftstelle entfernt. Die Heftstelle war so ein Ball. Das
gestaltet das Aufschmelzen also schwierig. Was haben wir jetzt gemacht? Aus diesem Ball habe ich vorne eine Rampe reingeschliffen und hinten eine Rampe reingeschliffen. Das heißt, dass wir jetzt quasi hochfahren in diese Heftstelle und runterfahren in die Heftstelle oder aus der Heftstelle heraus. Was habe ich damit erzielt? Ich habe die so ausgedünnt, dass ich nur ganz dünnes Material habe. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Brenner komme und mit Zusatzwerkstoff, ist es ein leichtes, das dünne Material aufzuschmelzen, das dann mit einem kleinen Tropfen Zusatzwerkstoff aufzufüllen und wenn ich quasi rausgehe, wieder mit Zusatzwerkstoff quasi meine Schweißnaht weiterführen kann. Also, ganz schön viel Spektakel für so einen kleinen Vollanschluss, ne? Lass uns lieber schweißen. Rohr hingestellt, wir sind ganz kurz vor dem Schweißen. Es ist eine Querposition, das kann schon mal sein, wenn wir irgendein Rohr nach oben hin verlängern wollen. Ich werde auf dieser Seite schweißen und wir schauen mal, ob ihr ein paar saubere Aufnahmen jetzt bekommt, denn wir müssen irgendwie den Zusatzwerkstoff einmal nach da und gegebenenfalls auch mal nach hier. Immer der Situation angepasst, je nachdem, wie ich mich so fühle, muss ich das so ein bisschen regeln. Also, wir schauen mal drauf. Ich gehe mal in Position und zünde hier vorne. Ich hole mir die Elektrode noch ein bisschen raus. So, sogar noch ein bisschen mehr. Man kann nicht ein bisschen besser spielen. Auf geht's, Schweißerei. So, anmachen. Zusatzwerkstoff an die obere Flanke. Langsam füllen und soweit so viel reinstecken, bis wir unten quasi, wo sind wir? Da. Und nochmal. So, jetzt haben wir den verbunden. Muss ich hier einen Eingang finden? Ich bin vor der Heftstelle. So. So, Zusatzwerkstoff nach hinten. Ich gehe nach oben. Mit dem Brenner pendel ein bisschen rauf und runter und versuche hinten so viel wie möglich an Zusatz einzubringen. Sehr wenig Stromstärke, müsste mehr sein. Merkst du natürlich erst immer beim Schweißen. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass das ein bisschen wenig Schweißgut wird. Die Temperatur bremst mich so ein bisschen aus. Ist aber egal, wir ziehen das jetzt einmal durch. Zumindest bis zur Heftstelle und dann geben wir ein bisschen mehr Gas, weil das ist wirklich zu wenig Strom. Zu langsam. So, jetzt komme ich an die Heftstelle dran. Das heißt, Zusatzwerkstoff langsam rausziehen. Hat sich jetzt verklebt. Jetzt Zusatzwerkstoff von vorne geben und mit der Heftstelle verschmelzen. Nicht zu viel Zusatz drauf geben jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, ich fahre jetzt mal runter und dann fahren wir erstmal die Maschine hoch. Weiter geht's. So, ich zünde und ich zünde ein bisschen weiter hinten. So, und dort hinten bereite ich meine Schweißnaht mit ein bisschen Temperatur vor und gebe von vorne einen kleinen Zusatzwerkstoff hinzu. Jetzt bricht langsam die Wurzel auf. Da, jetzt Zusatzwerkstoff wieder nach hinten. Und dann fühlt sich besser an. Fehlt für mich immer noch ein bisschen Temperatur und ich merke, dass meine Brille nicht mehr die beste ist. Tatsächlich. Zusatzwerkstoff klebt fest. Einmal lösen mit dem Brenner.
ruhig ein bisschen mehr reinschieben und schön von hinten. Klingt auch gut, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. Aber so ist die Schweißtechnik. Das macht mich, ich bin so ein Sensibelchen. Also ich gebe immer weiter Pendel hoch, mach dann unten ein bisschen warm, um die Flanke zu bekommen und schiebe immer weiter Zusatzwerkstoff da rein, um hier eine Wurzel hinzubekommen. Temperaturtechnisch ein bisschen über 72, das ist gut. Einfach laufen lassen, bis wir hinten auf die Ecke kommen. Im Augenblick fühlt sich alles einigermaßen okay an. Wir müssen uns gleich mal anschauen, wie das aussieht. So, jetzt sind wir an der Ecke angekommen. Ich versuche noch ein bisschen ums Eck. Zusatzwerkstoff ist leider alle. Das heißt, wir müssen jetzt absenken. Und auf Wiedersehen. Und raus da. Hier drinne. So, auch diese Heftstelle nehmen wir ein bisschen raus. Jetzt haben wir hier natürlich eine Spezialsituation. Wir waren vorher auf quer, jetzt gehen wir auf eine Standardwannenposition und ich würde jetzt mogeln, wie es geht, hier anfangen, hoch, rüberziehen, den Zusatzwerkstoff so weit unten rein, wie geht. Wir haben jetzt in der Querposition nicht so viel hinten reingeschafft. Wir sind Blech eben, das ist okay, ich wünsche mir aber da mehr. Wir brauchen da einfach mehr. In dieser Wannenlage Erdanziehungskraft hilft, hier neigst du eher dazu, zu dick zu sein. Ich versuche mal von allem ein bisschen einzubauen, aber so schön wie es geht. Also auf geht's, Schweißerei. So, ich schweiß jetzt mal bis hier oben. Das reicht mir und dann mache ich leider den Faulenzer und setze mich wieder hin und lege los. Sieht genau so aus. Nur unten die Wurzel reingelegt. Funktioniert. Ihr guckt mir zu über eine Nahaufnahme. Das hier ist die letzte Seite, die dritte Seite, wo der Wurzelspalt akzeptabel ist. Hier können wir noch arbeiten. Ich habe gerade gesehen, dass auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier fertig schweißen, wird sich das sehr, sehr unangenehm zuziehen. Das wird ein Problem. Ich lasse das aber auch als Problem, damit wir mal vergleichen können, wenn es schlecht vorbereitet ist, was passiert dann überhaupt? Muss ja irgendeinen Effekt haben und den, glaube ich, werden wir in der Naht 4 auf dieser Seite, wenn wir den ganz schön darstellen können. Also, Schweißnaht Nummer 3 an unserem Quadratrohr produzieren wir jetzt und in der Schweißnaht 4 werden wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einen Fehler sehen. Also, auf geht's, Nummer 3. So, also Zündstrom, wir gehen dahin, wo wir wollen, fahren hoch und fangen an zu schweißen. Ich kann wunderbar die Wurzel sehen, gib den Draht wirklich ganz unten hin, da wo ich die Wurzel haben möchte. Bisschen links, rechts pendeln, um beide Flanken zu bekommen. Ich schiebe mit dem Daumen immer weiter nach, mäßig viel, nicht zu wenig. Versuchen gleichmäßig zu bleiben, natürlich. So, jetzt gleich kommen wir an unsere Heftstelle. Die habe ich angeschliffen. Ich merke gerade immer, wenn ich rede, dann beschlägt so ein bisschen mein Helm. So, warm machen, Heftstelle warm machen, Tropfen geben, gucken, dass wir unten landen. Schön aufschmelzen. Nochmal zurück, noch ein bisschen drauf und dann weiter nach vorne. Ein 1,6er Draht,
Jetzt ist der Draht zu Ende. Muss ich leider aufhören. Mit Absenkzeit warten. Schmelzbad erstarren lassen, ausmachen und warten auf die Gasnachlaufzeit. Ding hat noch ein bisschen Temperatur und fließt gut, das heißt, wir schweißen direkt weiter. Zündstrom, ein bisschen zurück, von hinten anfangen warm zu machen. Dann nach vorne, Schmelzbad ist komplett warm, jetzt wieder rein damit. So, jetzt sind wir hinten angekommen, bis in die Ecke rein, absenken, Zusatzwerkstoff bleibt auch in der Gasglocke, fertig, reicht. Hat gut geklappt, hat gut geklappt. Ja. So. Naht Nummer 3. Jetzt machen wir Folgendes, bevor wir hier ganz die Orientierung verlieren. Das ist die Quernaht, die wir gemacht haben. Das sehe ich an der Optik. Das ist Nummer 1. Dann haben wir auf der Seite die 2 gemacht. Jetzt gerade haben wir die 3 gemacht. Und jetzt kommt die problematische 4. Und die problematische 4, zu wenig Wurzelspalt. Man könnte jetzt hingehen mit dem Winkelschleifer, auskreuzen, Wurzelspalt etwas öffnen, weil er ist super schmal hier. Wir wollen aber sehen, was passiert denn, wenn der super schmal ist. Ist doch mal ganz interessant. Du wirst hier keine Wurzel reinkriegen. Vielleicht bekommen wir das Blech eben, das wäre dann in Ordnung. Aber ich würde sagen, anstatt rumzuquatschen, schweißen wir die Naht mal und gucken dann mal in die Seite 4 rein und schauen mal, wie eine Schweißnaht von innen aussieht, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, den Draht sauber unten dran zu bekommen. Ja, also auf geht's, Naht Nummer 4 mit sehr, sehr wenig Wurzelspalt, nicht Luft. Kleiner 1,6, passt nicht rein, ist sogar kleiner 1. 75 Ampere ist richtig wenig. Ich gehe mal hier auf mindestens 80 hoch, damit wir irgendwie 83, ja, 83 ist in Ordnung, damit wir überhaupt eine Chance haben, da durchzukommen. Ich würde so eigentlich Richtung 90 tendieren. Aber wir schweißen einfach mal und gucken, was passiert. Schweißen mit wenig Wurzelspalt. Auf geht's. Also wir schmelzen erstmal hinten auf. Das ist Nummer 1. Wenn es vorne flüssig wird, kommt der Draht. Hier haben wir nicht die Möglichkeit, unten in den Wurzelbereich zu gehen. Das heißt, ich tupfe jetzt nur noch. Und gebe immer wieder ein Tröpfchen. Also ich sehe ganz deutlich, dass beide Flanken aufschmelzen. Das ist schon mal gut. So, Heftstelle. Heftstelle warm. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Noch mal ein Tröpfchen und weiter. Zusatzwerkstoff ist zu Ende. Hier ist der Wurzelspalt richtig eng. Ah, ich schaffe es vielleicht noch mit diesem Zusatz. Ja. So, warte mal. Ja, ist richtig. So, es wäre jetzt mittig drunter. Zeig mal.
Ja gut, ist jetzt nicht falsch. Ist jetzt nicht falsch. Rechts im Bild der Kleiderhaken, der ist nicht in Ordnung, ne? Ich würde fast sagen, hier ist nicht eine. Also diese Naht ist top. Und das ist die 2. Guck mal hier bitte rein. Na, schmutzig ist es, man müsste jetzt formieren, ne? Dann könnte man richtig gut sehen. Aber das ist schon in Ordnung hier. Also das kann man, die ist jetzt so 1 mm bis 2 mm. Ich würde vorschlagen, wir gucken einmal da unten hin. Also ich zeige euch mal, was ich jetzt hier sehe oder was wir hier sehen. Hier ist so ein bisschen Zunder drauf, das ist Standard, das ist okay, weil das ein Werkstoff ist, der nicht zwingend formiert werden muss. Wir haben hier unten tatsächlich einigermaßen Wurzelerhöhung erreicht. Ja, allerdings nur minimals. Wir machen das jetzt mal ganz schnell. Auf der Seite hier, da sind wir da auch relativ blecheben. Das gefällt mir besser hier. Ja, dieser Part, das ist ganz gut. Jetzt drehe ich mal das Rohr und zeige euch mal, ich zeige euch mal was Schlechtes. Jetzt schaut euch den mal an hier. Also hier ist die Wurzelerhöhung gut. Ich würde sogar fast sagen perfekt. Wie gesagt, Zunder ist normal. Hier ist auch okay. Das ist der Zusammenschluss, wo wir die Heftstelle hatten. Aber das hier, das ist ein durchgestochener Zusatzwerkstoff. Ja, das ist der Grund, warum ich das jetzt hier verwerfen würde. Ist nicht zwingend notwendig. Der ist in der Wurzel an sich verschmolzen tatsächlich. In der Schweißtechnik nennen wir das gerne mal Kleiderhaken. Ja? Die können zum NE führen. NE bedeutet nicht erfüllt. Muss man sich überlegen, was man baut. Ne? Also wenn du jetzt zu Hause da irgendwie mit der Gartenlaube beschäftigt bist und dir da irgendwie, weiß ich nicht, eine Einhausung für die Mülltonnen oder so, da ist das völlig egal. Ja? Da gelten einfach keine Regeln. Also kannst du das auch behalten. Ja? So. Ich würde es aber besser finden, wenn ich jetzt was habe, was technisch irgendwie so ein bisschen anspruchsvoller ist, dann würde ich das hier gerne wegwerfen. Ja? Und wir wären nicht wir, wenn wir was vorbereitet haben, wenn wir was vorbereitet hätten, was dementsprechend gut aussieht. Und ich zeige euch jetzt mal diese Naht hier. Wir gucken jetzt da auf eine ganz bestimmte. So, Achtung, da unten. Jetzt schaut euch dieses Ding mal an, bitte. Das hat eine kerngesunde Nahtüberhöhung, ja? Und wenn wir jetzt hier mal den Rundumblick machen, dann haben wir hier eine Heftstelle, die nicht die schönste ist, aber die ist angeschlossen, auf der anderen Seite auch. Und wenn wir das Ganze drehen, Achtung, wenn wir das jetzt sehen, ist das auch in Ordnung, ja? Also wir haben hier etwas, was viel, viel gesünder ist. So, wenn wir also reingeschaut haben und einen Fehler finden, bewerten, gefällt mir nicht. Wenn es mir gefällt, so wie das hier, dann ist es Zeit, die Decklage zu schweißen. Und das machen wir genau jetzt. Aber, Freunde, Update, Stromstärke 105 Ampere. Ja, einfach mal ein bisschen höher gehen, weil wir müssen ja auch ein bisschen die Finger fliegen lassen. Also, auf geht's. Zündstrom orientieren. Also, ich kann jetzt hier gucken, wo ich anfangen möchte. Ja, ich bewege mich jetzt hier hin. Ich möchte relativ, ich sag mal, in diesem kleinen Bogen anfangen. Das heißt, Viertakt, ich lasse jetzt los. Da kommt ein Schweißstrom. Gebe ich einen schönen Tropfen dahin. Und einen Tropfen auf die andere Seite. Jetzt müssen wir diese beiden Kanten erwischen. Einmal die linke und einmal die rechte. Und dann pendeln wir ein bisschen nach links und rechts. Und gucken, dass wir das ordentlich auffüllen hier. Schmelzbad super gebildet jetzt. 105 Ampere ist ganz in Ordnung. Kannst du ruhig schweißen. Wir lassen das immer über die Kante schwappen. Zusatzwerkstoff fast mittig, immer so ein bisschen in die Richtung, wo der Brenner gerade ist.
Der wird uns natürlich gleich ausgehen, der Zusatzwerkstoff. Weil ich schiebe hier ordentlich rein. Das ist vielleicht der Punkt, wo doch der 2,4er besser wäre. So, ich habe keinen Zusatz mehr, also fahren wir runter. Alles schön langsam immer. Ist okay, wir sind über Null und relativ flach. Das ist völlig in Ordnung. Ich nehme den 2,4er. Der hat einfach ein bisschen mehr Masse zum Abwerfen. Auf geht's. So, langsam aufwärmen wieder. Du kannst ihn eigentlich auch in der Mitte stehen lassen, ne? So wie jetzt. Quasi den Zusatz immer weiter drinne. Leicht nachschieben. Immer auf die Kanten gucken. Ja, 2,4er hier die bessere Wahl, ne? So, jetzt sind wir am Ende. Wir versuchen, soweit es geht, Brennerhaltung ein bisschen korrigieren. Wir gehen so leicht in die Fallnaht, das möchten wir eigentlich nicht, deswegen hören wir jetzt hier auf. Besser. 2,4er gefällt mir besser. So, gucken tun wir gleich. Wir schweißen jetzt erstmal durch. Das war's und hat gut geklappt. Sehr gut. Freunde, ist kalt. Ja, ist kalt. Jetzt können wir uns das einmal anschauen hier. Wir sind im Plus. Das ist ganz wichtig. Musst du üben und musst du immer weiter praktizieren. Ich mache die jetzt mal sauber. Ein bisschen mit der Drahtbürste und dann schauen wir uns die nochmal an. Hier sind so ein paar Sachen, die, naja, es geht immer schöner. Ne? Es geht immer schöner. Die ist aber ganz gescheit. Ne? Wir haben jetzt keine Einbrandkerben. Schwarze Hände, schwarze Nase. Hat die Mel schon gesagt, mach dir mal die Nase sauber. Nein, 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 wir sind hier an der Werkbank. Hier geht's ab. Und da wird man schmutzig. Ja, ich habe euch heute den Vollanschluss mal so ein bisschen näher gebracht. Das kannst du natürlich nicht nur an einem Rohr, das kannst du auch an einem Blech. Wichtig ist, dass ihr euch an so ein paar Kleinigkeiten haltet. Schweißnahtvorbereitung. Ja, Phase. Du kannst so ein 5 mm starkes Profilrohr, kannst du nicht einfach zusammenstecken und hier durchschweißen und erwarten, dass du unten auf der gegenüberliegenden Seite rauskommst. Das funktioniert mit 5 mm nicht, das funktioniert bis so 2 mm. Da kannst du das machen, da ist so ein Stumpfstoß sogar regelwerkskonform. Ja, I-Stoß 2 mm durch, geht. ACDC WIC 200 Puls Cut kann viel mehr, als ich euch heute gezeigt habe. Ja, schneidet, schweißt Alu, schweißt Elektrode, kann pulsen. Immer das, was im Namen steht, kann diese Maschine auch. Heute sind wir ganz stark darauf eingegangen, das im WIC-Verfahren DC- zu schweißen. Wurzelbereich 70, 75 Ampere, Decklagenbereich ist so ein persönliches Ding. Ne? Kannst du wärmer, kannst du kälter, ja, muss man sich einpendeln. Jetzt geht das natürlich nicht nur mit WIC, du kannst das auch mit der Elektrode herstellen. Elektrode hat so ein bisschen eigene Regeln, ja, da geht man einfach ein bisschen anders mit um. Du hast einfach nicht diesen Zusatzwerkstoff und den Brenner, sondern die Elektrode. Mit MAC geht das auch. Endergebnis sieht so aus, schön schmal tatsächlich. Bei MAC nimmt man immer so ein bisschen weniger Wurzelspalt, ja. Wichtig war mir, dass ihr seht, wie wir sowas aufbauen. Ja, wir trennen, dann schrubben wir vor, dann mit der Lamellenscheibe einmal sauber machen. Und dann die Innenbearbeitung, ja, die kannst du entweder elektrisch mit irgendeinem Gratschleifer erledigen, kannst du auch mit der Feile, was auch immer, wie euch das so beliebt und was ihr für Werkzeug da in der Schublade habt. Ich fange jetzt an mit Werkstatt aufräumen.
bereite die nächste Sendung vor. Ich weiß schon, worum es geht. Ihr werdet euch sehr freuen. Es geht um Oberflächenbearbeitung. Das werden wir nächste Woche Freitag klären. Ich verlasse euch jetzt in ein wunderschönes Wochenende und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns wiedersehen. Und zwar in der nächsten Woche.